berühmtes Rennpferd, der Erlös fließt einem Kinderheim zu. Julia, beeil dich! Ich werde nicht mitkommen. Was? Was glaubst du denn, wie es aussieht, wenn du einer Dame deine Hilfe verweigerst, deren einzigartige Selbstlosigkeit in den Medien in den Himmel gehoben wird? Wahrscheinlich ist Mason auch da. Das hoffe ich schwer. Ich erwarte von allen Köpfers, dass sie kommen und dass sie kräftig mitbieten wird. Das Ganze ist nur ein gefundenes Fressen für Mason und die Chance für einen neuen großen Auftritt. Ich will gar nicht wissen, was er sich jetzt wieder einfallen lässt. Es ist gut möglich, dass er vorhat, mich vor versammelter Mannschaft zu beschimpfen. Und ich glaube, es ist klüger, ihm aus dem Weg zu gehen. Wieso denn? Angst davor, schwach zu werden? Ah, Treffer. Du befürchtest, schwach zu werden und ihm zu vergeben. So, mit etwas Glück wird Santa Barbaras kleiner Singvogel vermutlich noch heute Abend unserem Städtchen Lebwohl sagen. Nur, falls du ihr vielleicht nochmal auf Wiedersehen sagen willst. Nein, vielen Dank. Zu dir gesagt, ich mach 3 Kreuze. Auch wenn die Dame sich mir offensichtlich an den Hals geworfen hat, wann immer es ging, habe ich nicht vor, in Tränen auszubrechen. Ich staune nur, warum es auf einmal so schnell geht. Tja, wer weiß, vielleicht zeigt dir das, dass ich sehr wohl imstande bin, clevere Strategien zu entwickeln. Noch ist sie nicht weg, mein Junge. Vielen Dank für dein unerschütterliches Vertrauen. Wie spät ist es? Kurz vor 9, warum? Sie wollten vor einer halben Stunde hier sein und mithelfen, sie hat mir versprochen. Wer? Augusta. Sie sagten, sie wollte sie jemanden mitbringen? Ja, das war aber noch nicht sicher. Julia? Könnte sein. Könnte sein? Mason, es wäre schön, wenn sie weg sind, wenn die zwei hier auftauchen. Ich will nicht, dass Julia denkt, dass wir uns verbündet hätten. Ja, aber... Ich bin froh, dass sie wieder mit mir redet, nachdem wir sie in ein Flugzeug gesetzt haben, das abgestürzt ist. Das war doch schon vor ewigen Zeiten. Julia hat bestimmt längst vergessen, was damals vorgefallen ist. Denken Sie, ja? Ich glaube, jemand, der nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Bergspitze fast erfroren wäre, vergisst sein Leben lang nicht, wer ihm das eingebrockt hat. Barney, sie hat sie nie dafür verantwortlich gemacht, das weiß ich genau. Ich glaube sogar, sie ist nicht einmal mehr auf mich wirklich böse. Wollen Sie damit sagen, dass Sie jetzt doch wieder miteinander reden? So wie es aussieht, sind wir nicht mehr weit davon entfernt. Das freut mich. Wirklich, das ist großartig. Vielleicht sind noch nicht alle Steine weggeräumt, aber im Moment entledige ich mich gerade des Allerschwersten und ich denke, es dürfte klappen, den Weg freizukriegen. Hören Sie nicht auf ihn, Bunny. Mason sagt immer, er kriegt das schon hin. Aber das ist nur Gerede und nichts dahinter. Er macht immer nur Sprüche. Ah, na gut. Ich besorge den Dingern dann mal eine Vase. Augusta Lockridge versteigert berühmtes Rennpferd. Na, was gibt's? Ist wieder irgendwo ein furchtbares Tankerunglück passiert? Nein, nein, ich studiere gerade die Klatschspalte, in der man habgierige und geizige Leute darstellt, als wären sie warmherzige, hilfsbereite Bürger, die versuchen, arme Waisenkinder von der Straße zu holen. Ich kriege das kalte Grausen, wenn ich das lese. Daddy, Hallo. Ich brauche deine Hilfe. Was hast du? Die Polizei hat gerade angerufen. Sie haben Cruz' Wagen irgendwo im Norden verschüttet, unter einer Schneedecke gefunden. Mein Gott, und was ist denn mit Cruz? Ist der Sie verletzt? Suchen schon nach ihm, aber sie können nicht viel tun, weil alle Straßen vollkommen verschneit sind und keiner kann sagen, wann sich der Sturm legt. Was kann ich für euch tun? Könntest du mich hinfliegen? Ich hatte gehofft, der Polizeihubschrauber könnte mich hinbringen, aber sie können erst starten, wenn der Frühnebel sich aufgelöst hat. Eden, hast du den genauen Standort des Wagens? Ja, die Adresse des dortigen Polizeireviers. Sie werden uns den Weg zeigen. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst. Meine Hände haben so gezittert. Ich kann's lesen. Beruhige dich. Greg und ich bringen dich dorthin. Komm, lass uns gehen. Danke. Also noch nicht zusammengefroren. Na, was denkst du, haben wir es geschafft? Es ist schweinekalt hier. Ich werde mal sehen, ob ich unser Feuer noch mal in Gang kriege. Oh, das tut mir leid. Ich weiß, ich war dran, drauf zu achten, aber ich war so todmüde. Ich bin eingeschlafen. Kaum zu glauben, dass ich bei der Kälte überhaupt einschlafen konnte. Ja, aber ich nehme an, wenn man müde genug ist, dann spürt man die Kälte gar nicht mehr. Nein, das war's nicht. Ich habe mich einfach angekuschelt. Ich habe früher nie geglaubt, dass Körperwärme so gut warm hält. Jetzt weiß ich's. So, wie
wie es aussieht, können wir vergessen, dass uns in nächster Zeit hier jemand rausholt. Es schneit noch immer. Das weiß doch niemand, dass wir hier sind. Nach dem Pferd werden sie doch sicher schon suchen, oder meinst du nicht? Noch bevor sie merken werden, dass es weg ist, hat es die Polizei schon wieder zurückgebracht. Ist ja auch besser so. Es hätte uns sicher nur alles weggefressen. Und unsere gesamten Vorräte sind 10 Sardinen. Ja, mach dich doch auf die Socken und kauf was ein. Das ist wirklich eine tolle Idee. Du genießt das hier alles zu sehr, findest du nicht? Du solltest längst wieder in Mexiko sein. Ganz ehrlich, Inspektor. Das Letzte, woran ich jetzt denke, ist Mexiko. Jackettärmel. Und auch nichts in meinen Hosentaschen. Du kannst lange warten, wenn du auf eine Entschuldigung hoffen solltest. Toll, dein hinreißender Charme dürfte einen ja glatt vom Hocker reißen, wenn ich im Moment nicht gerade stehen würde. Es sollte als Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften gelten, dich vor Mittag anzusprechen. Dir sollte endlich eine Sache klar werden. Nach dem Tod meiner Eltern war ich immer nur allein. Nur im Gefängnis, da musste ich mich einfach auf andere. Ich versuche mich zu entschuldigen. Ich habe über vieles nachgedacht. Ich wollte vieles tun, seit wir zusammen sind. Und mit dir zusammenzuziehen ist eines davon. Doch du warst dagegen. Erst jetzt habe ich begriffen, dass du recht damit hattest. Ich möchte dich auf keinen Fall in etwas hineindrängen, das dich überfordern würde. Kannst du mir noch mal verzeihen? Du mir auch. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass du dich durchringst, um etwas zu bitten. Ich hab's auch nicht ernst gemeint. Was ist denn so komisch daran? Manchmal, da bist du so ganz du selbst. Ich möchte dich auch gerne um etwas bitten. Um was denn? Kriege ich heute vielleicht Dark Victor wieder? Ja, ich weiß. Ich habe es versprochen, Kelly. Aber ich schaffe es einfach nicht, da heute noch hinzugehen. Wieso nicht? Weil ich ein paar neue Informationen über Hans schäbigen Spielsalon habe, die ich noch durchsehen wollte. Die Unterlagen sind dort drin. Es wäre ja möglich, dass du sie auch noch lesen willst. In der oberen Schublade. Bist du nicht neugierig? Ich glaube dir, ich... Ach, was soll ich auch mit einem Rennpferd? Ich kann gar nichts damit anfangen. Eine kleine Katze wäre schöner, die sind doch viel pflegeleichter. Kelly, sieh jetzt in diese Schublade. Na gut. Da ist nichts außer der Schachtel drin. Na los, öffne sie. Robert. Das ist ein Diamant-Collier. Tatsächlich, der Kerl hat mir geschworen, es sei Glas. Zeig es mir mal. Das ist bei weitem das Schönste, was ich jemals in den Händen hatte. Ich finde, Frauen, die im Begriff sind, ein Rassepferd zu erwerben, müssen dafür sorgen, nimm bitte dein Haar etwas hoch, dass ihre Schönheit auch zur Geltung kommt. Hm? Wann ist dir das überhaupt eingefallen? Weißt du, ich dachte die ganze Zeit, ich müsste mich entschuldigen und mir liegt Bestechung nicht. Dachtest du, ich wäre so wütend? Du warst jedenfalls sehr verletzt. Und ich hatte Angst davor, dich vielleicht zu verlieren. Ich bin gern allein, aber so allein und auch wieder nicht. Danke, Robert. Ich bin's einfach leid, Augusta. Mason versucht mich mittlerweile seit 2 Monaten irgendwie aus der Fassung zu bringen. Das ist verdammt anstrengend. Erst gestern hat er uns beide einfach mal in eine Zelle einsperren lassen und dann hat er mir Meeresfrüchtesalat serviert. Und jetzt verrat mir bitte, wie soll ich sowas noch weiter aushalten, ohne den Verstand dabei zu verlieren? Er hat dich weich gekocht. Mit einem miesen Meeresfrüchtesalat erstürmte er die Festungsmauern deines kalten kleinen Herzens. Die Meeresfrüchte hatten gar nichts damit zu tun. Was dann? Was war? Oh, ich verstehe. Dann war es also Mason persönlich. Das habe ich nicht gesagt. Sag schon, was hat er denn gemacht?
wieder Gedichte aus klassischen Meisterwerken vorgetragen oder ist er über die Zwei-Semester-Shakespeare-Phase hinaus? Du kannst dir ruhig deinen Sarkasmus verkneifen. Es geht dabei um was ganz anderes. Warum denn? Er hat einfach so seinen Mantel verschenkt. Oh. Ich weiß, dass er ein halbes Dutzend hat. Er vergibt sich nichts, aber die Art, wie er es getan hat. Er wusste nicht, dass ich ihn dabei gesehen habe. Er hat es einfach aus freien Stücken getan. Oh, es ist hoffnungslos. Wieso? Das bedeutet doch so gut wie nichts. Ich war nur einen flüchtigen Moment etwas gerührt. Du bist doch diejenige, die eine große Sache daraus macht. Nein! Dann komm gefälligst mit, wenn du nichts von ihm zu befürchten hast. Nun mach schon. Ich brauche ohnehin deine Hilfe bei der Auswertung. Was für eine Auswertung? Pass auf. Ich habe mir eine hübsche Aufstellung der Vermögens- und Lebensverhältnisse der 5 reichsten Männer der Stadt besorgt. Natürlich ausgenommen, Cici Capwell. Und ich habe sie für heute Abend eingeladen. Augusta, was hast du wieder vor? Willst du einen davon zum besten Zuchtbullen küren? Mhm. Wurdest du etwa so die Frau von Anthony Tonnerre? Ich war einfach zu romantisch die letzten Jahre und heute stehe ich vor dem Nichts. Also probiere ich jetzt auf die andere Tour. Nicht alle von uns haben deine Möglichkeiten. Du hast einen Mann. Natürlich hat er seine Fehler, zugegebenermaßen sogar große, aber er liebt dich und du liebst ihn. Kein Wunder, dass es dir schlecht geht. Es ist sicher anstrengend, sich immer diese Gefühle zu verkneifen, die der Rest von uns lieben gerne haben würde. So etwas wie einen Rechenschaftsbericht zu schicken? Ich weiß sehr genau, wie solche Geschäfte ablaufen. Und ich verlange auch nichts Schriftliches. Nur sehe ich bis jetzt leider nichts anderes für meine 100.000 Dollar als diesen miesen kleinen Bernard. Wer ist der Typ? Ist der Anwalt oder dein Buchhalter? Er ist einer der Gesellschafter und vertritt uns bei den Verhandlungen, denn ich für meinen Teil habe kein Interesse, geschäftliche Dinge direkt mit Hand zu regeln. Du vielleicht? Ich kapiere nicht, warum wir überhaupt Geschäfte mit ihm machen, ob nun direkt oder indirekt. Du hast anscheinend schon vollständig vergessen, dass du diejenige warst, die mich darum gebeten hatte, ihr Kapital gewinnbringend anzulegen. Ja, aber ich dachte, dass die ganze Sache stillschweigend von einem Mittelsmann geregelt wird. Ja, und eben genau dazu ist Bernard da, kapierst du? Und wieso soll ich dann laufend etwas unterzeichnen? Was denn? Du weißt, wovon ich rede. Papiere und Dokumente. Das letzte Schriftstück sah aus wie eine Überschreibung der Besitzansprüche. Jetzt sag bloß nicht, du hast das unterschrieben. Bernard sagte, das wäre wichtig. Bist du verrückt? Siehst du denn nicht, was Hunt dir anzuhängen versucht? Mason, ich hab doch geglaubt, dass man ihm vollkommen vertrauen könnte und ich dachte, du würdest es auch unterschreiben. Oh nein, 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 nein. Aber was hast du denn von mir erwartet? Du beantwortest nie meine Anrufe, du sagst mir nie, was los ist. Mason, bin ich in Schwierigkeiten? Tja. Ich sag mir immer, Sorgen kannst du dir noch machen, wenn es wirklich Ärger gibt. Ja, und was wollen wir machen, wenn deine Lebensphilosophie diesmal nicht funktioniert? Wenn wirklich das handlos sicher gehen will, wer weiß. Vielleicht hat er noch gar keine Ahnung. Ich verstehe nicht. Naja, es ist ein Gerücht im Umlauf. Es ist wahrscheinlich nur dummes Geschwätz, dass so manches durchgesickert ist über die Operation. An die Polizei? Was bedeutet das? Denkst du, sie machen sowas wie eine Razzia? Oh, großartig. Wunderbar, das heißt, sie platzen da rein und finden meine Unterschrift auf sämtlichen Papieren. Mason, du musst dir was einfallen lassen. Das hat doch gar keinen Sinn, Sascha. Hunt kennt deinen Namen. Du musst die Stadt erstmal für eine Weile verlassen, so lange, bis Gras über die Sache gewachsen ist. In Ordnung. Du hast recht, ich fahre nach Palm Springs. Oh, das ist nicht weit genug weg. Du solltest unbedingt in einen anderen Bundesstaat. Noch besser wäre, du gehst in ein anderes Land. Okay. Aber ich packe meinen Koffer erst, wenn ich ganz sicher bin, dass all diese Papiere vernichtet wurden. Sascha, das ist absolut unmöglich. Hunt hat das bestimmt alles längst wegschaffen lassen. Es ist mir egal, wie du daran kommst, aber du holst sie mir, Mason. Und zwar jeden Schnipsel. Das ist doch wohl das Mindeste. Immerhin hast du mich da reingezogen. Verstehst du denn nicht? Ich will gar nicht wieder nach Mexiko. Ich würde nie wieder hinfahren, wenn das ginge. Das verstehe ich wirklich nicht. Wir haben doch alle schon mal Fehler gemacht. Und ich glaube einfach nicht, dass deine Kollegen dir einen Strick daraus drehen. Du hast keine Ahnung, wie meine lieben Arbeitskollegen sind. Das kriegen wir beide schon hin. Du weißt doch, ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Ja, aber meinst du das wirklich ernst? Ich sag nie Dinge, die ich nicht meine. Und du warst verdammt nah an den Kerl dran, wenn ich dir nicht dazwischen gefunkt hätte. Und das werde ich auch. Hey, das war mein Fall. Keiner soll für mich die Kastanien aus dem Feuer holen. Tu mir den Gefallen und lass uns nicht über Feuer reden. Sieht so aus, als ob es genau der richtige Zeitpunkt ist. Was hast du denn damit vor? Ich besorge uns etwas Brennholz. Sieh mal da raus, alle Wege hier oben sind zugeschneit. Selbst wenn du ein paar Zweige draußen finden würdest, den Weg zum Haus findest du niemals wieder. Mir scheint, du denkst tatsächlich, ich wäre blöd. Na? Reicht nicht gerade für ein Freudenfeuer, aber brennt auch gut.
Hey, du bist gut, wenn du in der Klemme sitzt, weißt du das? Aber das nächste Mal suchen wir uns eine heißere Gegend aus. Na, ein Glück stellt mich niemand wegen meines Timings ein. Ich finde, ihr zwei könntet die Tür ruhig zuschließen, wenn ihr vertraulich werden wollt. Ich hoffe, Sie haben gute Gründe dafür, sich hier am Tag blicken zu lassen. Ich dachte, es würde Sie womöglich interessieren, dass Hunt die Absicht hat, seine Adresse zu ändern. Er will einfach abhauen? Ich vermute mal Ende der Woche. Vielleicht auch schon früher. Wohin denn? Keine Ahnung. Niemand weiß irgendetwas Genaues darüber. Dann schlage ich vor, Sie finden die Dokumente, die wir suchen, bevor er seine Reise ins Blaue antritt. Ach und wie? Mit dem Ding hier vielleicht? Dafür hast du ihn doch bekommen, Rick. Was gibt's denn? Haben Sie den Film verloren? Ich glaube, einer von uns hier kann nicht mehr richtig denken und ich bin's nicht. Gut, ich mache ein paar hübsche Fotos von dem Roulette-Tisch und von ein oder zwei Blackjack-Tischen. Und was dann? Das Schiff läuft auf Ihren Namen. Wer würde schon Hunt verdächtigen, wenn die Nummer auflegen sollte? Jeder wäre überzeugt, es wäre Ihr schmutziges Geschäft. Sie sind doch ein cleverer Bursche. Lassen Sie sich was einfallen. Ach, und wie mache ich das bitte schön, Bob? Soll ich Hunt mal eben darum bitten, sich vor einen der Tische zu stellen? Nein, was ich von Ihnen erwarte, ist, dass Sie nach Verkaufsquittungen, Verträgen oder Fachbriefen suchen, Sachen, auf denen Namen und Adressen stehen. Na prima. Hunt ist bestimmt ziemlich dumm, aber er ist nicht so dumm, so etwas rumliegen zu lassen. Ich bin kein Safe-Knacker. Dafür, dass Sie pro Tag einen Tausender kassieren, waschen Sie meine Socken, wenn ich es verlange. Kelly, wir sehen uns dann heute Abend. Ich muss mich jetzt leider noch um Geschäftliches kümmern. Okay. Sie sollten nicht vergessen, Rick, dass Sie mindestens so drin hängen wie ich. Juristisch gesprochen sind Sie einer von Hunts Komplizen. Also wenn Sie Ihren Job nicht wegen des vielen Geldes machen wollen, tun Sie es einfach bloß, um Ihre Haut zu retten. Was für ein Charmeur. Rick, er ist sonst wirklich nicht so. Ihr habt nur aneinander vorbeigeredet. Er schafft es, dass ich mich wie Abschaum fühle, nur weil ich Geld nehme, um das ich den Kerl übrigens niemals gebeten habe. Er ist nur so, weil so vieles schief läuft. Wir brauchen diese Aufnahmen wirklich. Gut, du willst Fotos? Schön, dann sollst du welche kriegen. Hey, es ist nicht der richtige Augenblick, um Rache an Robert zu üben. Ihr beide solltet zusammenarbeiten. Wie kommst du darauf, dass ich das vorhaben könnte, Kelly, hä? Glaub mir, der Mann hat nichts, was ich will. Oder sollte ich sagen, ich will's nicht mehr? Ich werde mitkommen. Ich arbeite allein. Jeder Fotograf hat einen Assistenten. Ich helfe dir dabei, die Linse staubfrei zu halten. Ich verspreche es Ihnen. Wir schicken jeden verfügbaren Mann auf die Suche nach Mr. Castillo, so wie das Wetter sich aufklärt. Nur jetzt, wo es wieder angefangen hat zu schneien, können wir überhaupt nichts tun. Ich bin es leid, mir immer anzuhören, was wir nicht tun können. Man hat uns auch gesagt, wir könnten bei dem Wetter nicht herfliegen. Wir hören Sie, geben Sie uns einfach einen Mann, mit der sich hier auskennt, und wir führen die Suche allein durch. Und wie wollen Sie hier jemanden suchen, wenn ständig Lawinengefahr droht? Sie wissen doch gar nicht, wie es in diesen Bergen zugeht. Wenn wir wieder warmen Aufwind wie heute Morgen kriegen, taut uns hier alles weg und dann kommen Lawinen runter, wie wir sie seit 50 Jahren nicht wir mehr haben. Wir werden einfach unser Glück versuchen. Einer Ihrer Männer kann uns zeigen, wo der Wagen meines Mannes gefunden wurde. Also bitte, ich will nicht noch mehr Zeit verlieren. Die Hauptstraße ist, wie Sie wissen, gesperrt. Das bedeutet, Sie werden nicht nur ein gutes Stück zu Fuß gehen müssen, sondern darüber hinaus noch eine kleine Kletterpartie zu absolvieren haben. Ich kenne da einen Burschen, der vielleicht verrückt genug ist, Sie zu führen, aber den muss ich erst mal ausfindig machen. Möchte jemand von Ihnen mitkommen? Ich komme mit, gehen wir. Gut. Danke, Sheriff. Weißt du, Daddy, wenn mich jemand vor ein paar Tagen gefragt hätte, was für mich die Hölle wäre, hätte ich noch geantwortet. Cruz für immer zu verlieren, das hätte ich. Ich habe mich geirrt. Auch wenn er nie in der Lage sein wird, mir zu verzeihen, selbst wenn er beschließt, sich von mir zu trennen. Ich glaube, womit ich wirklich nicht leben könnte, wäre die Vorstellung, ihm nie mehr sagen zu können, wie sehr ich im Unrecht war. Quäl dich doch nicht so, mein Kind. Verstehst du nicht? Ich weiß jetzt, dass ich Robert nie geliebt habe. Ich war verunsichert und fühlte mich verpflichtet, weil er meinetwegen so viel auf sich nehmen musste. Und ich glaubte, ich wäre es ihm schuldig, ihn für all das, was er für mich getan hat, zu entschädigen. Ich wollte nicht in seiner Schuld stehen. Ich weiß, das war verrückt. Ich war verrückt. Ich dachte, ich könnte ihm das geben, was er sich wünscht, und danach wieder mit Cruz leben, als wäre nichts geschehen. Aber wenn mir etwas klar geworden ist, dann die Tatsache, dass je weiter ich mich von Cruz entferne, desto weniger bleibt von mir übrig. Ich verstehe nicht, wieso ich das erst jetzt begreife. Wie lange glaubst du, reicht das Holz? Einen halben Tag vermutlich. Dumm, dass es hier keine skandinavischen Möbel gibt. Ich wette, die brennen richtig gut. Aber wahrscheinlich würde man an den chemischen Dämpfen ersticken.
Du bist ziemlich gut drauf für jemanden, der noch einen halben Tag vom Tod durch Erfrieren entfernt ist. Findest du? Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht hat das ja was mit dir zu tun. Ach ja, noch vor kurzem hast du behauptet, dass ich dich, seit wir uns kennen, immer runtergezogen habe. Daran warst du selber schuld. Wieso hast du dich so aufgeregt, nur weil ich mein Radio zu unpassender Zeit aufgedreht habe? Das ist übrigens auch typisch für mich. Ich meine, gleich in die Luft zu gehen. Sein wahres Wesen kann keiner auf Dauer verleugnen. Du hattest mir gerade noch gefehlt. Platzt mitten in meiner Überlegung, was mich erwartet, falls ich mich entschließen sollte, doch nicht allem den Rücken zu kehren. Und wie hast du dich entschieden? Ich weiß nicht, was denkst du? Naja, ich weiß nur, dass für mich die Welt um einiges kälter ohne dich als mit dir ist. Du wirst mir fehlen. Ich fürchte, wenn es nicht bald aufhört zu schneien, wirst du mich länger auf dem Hals haben, als es dir überhaupt recht ist. Wow, es hat aufgehört. Das waren wohl die magischen Worte. Kann es sein, dass da hinten so etwas wie blauer Himmel durch die Wolkendecke scheint? Ja, es fragt sich nur, wie lange das anhält. Siehst du, was ich sehe? Oh, ich fass es nicht, ein entwurzelter Baum. Gib mir die Axt. Kommt nicht in Frage, das übernehme ich. Widersprich mir nicht. Komm schon, ich mach das. Hey, hier geblieben. Pass aber auf, wo du hintrittst. Der Schnee ist stellenweise ziemlich tief. Das Schaltbrett für die Alarmanlage des gesamten Schiffes. Von hier aus kann ich sämtliche Türen und Fenster entsichern, aber ich habe keinen Schimmer, wie wir an den Safe rankommen. Wo ist der Safe? Der ist im Büro. Was hat das zu bedeuten? Mist. Was ist? Offensichtlich ist ein Zeitschalter eingebaut. Wir haben genau 60 Sekunden, um zu verschwinden. Und was machen wir jetzt? Los, komm. Bier, Schatz. Danke, Daddy. Und? Habt ihr einen Führer aufgetrieben? Den brauchen wir nicht mehr. Sie räumen gerade die Hauptstraße. Es hat aufgehört zu schneien. Na, fantastisch. Der Sheriff hat mir das hier mitgegeben. Was ist das? Das Zeug hat man in Crews Auto gefunden, aber das hilft uns im Moment auch nicht weiter. Aber etwas wissen wir jetzt. Er war nicht allein. Geht's noch? Es wird Zeit. So, setz dich erst mal hier hin. Wenn das Feuer wieder richtig brennt, wirst du ganz schnell trocken. Mist, ich weiß nicht mal, worüber ich gestolpert bin. Tja, da gibt
es einiges. Vielleicht über einen Felsen oder einen abgebrochenen Ast. Das könnte auch eine Wurzel gewesen sein. Ich hab dir gesagt, du sollst aufpassen, wo du hintrittst. Musst du mir das unbedingt unter die Nase reiben? Tut der Knöchel sehr weh? Dann werde ich ihn mir mal ansehen, einverstanden? Das kann etwas wehtun, ja? Es tut mir leid. Ist halb so schlimm. Ich befürchte, er ist verstaucht. Ja, du brauchst einen Verband. Ja, vielleicht können wir ja meine Bluse nehmen, die ist sowieso völlig durchnässt. Ja, gut. Mach das doch lieber selber. Weißt du was? Du wärst vielleicht besser Arzt geworden statt Polizist. Da muss man zu lange studieren. Aber du kannst wirklich sehr gut mit Kranken umgehen. Ehrlich, mein Knöchel tut fast nicht mehr weh. Ist das zu fest? Nein. Fertig. Tja, jetzt sollten wir dafür sorgen, dass dir wieder warm wird. Wieso sind die Namen auf den Tischkarten alle falsch geschrieben? Ihr Pferd wurde gestohlen. Mein Pferd? Wurde was? Gestohlen. Gestern Nacht. Offensichtlich war einer der Stallburschen nicht ganz koscher und hat es mitgehen lassen. Oh mein Gott, nein, ich bin ruiniert. Es ist aus. Nein, keine Sorge, es ist wieder aufgetaucht. Einfach so? Ich bin etwas verwirrt. Ganz einfach. Man hat den Dieb und natürlich auch ihr Pferd heute Morgen in Gewahrsam genommen. Ich habe Anweisung gegeben, dass das Pferd umgehend hergebracht wird. Barney, das war knapp vorbei am sicheren Ruin. Oh, danke. Wie soll ich das je wieder gut nicht zu machen? Danken. Das war die kürzeste Tragödie in drei Akten, die ich je erlebt habe. Hier. Schöner Strauß. Auf welchem Tisch möchten Sie den haben? Mason hat ihn für Sie abgegeben. Barney, wollen Sie den Strauß? Ich bin sicher, Sie finden dafür ein geeignetes Plätzchen. Nein, Julia. Ach, Barney. Ich würde ihn wirklich gern behalten, glauben Sie mir. Aber wenn ich das tue, dann schickt ihr mir nächstes Mal gleich einen ganzen Blumenladen ins Haus. Falls er nachfragt, richten Sie ihm bitte aus, dass ich es zu schätzen weiß. Oh, Miss Schmidt. Anthony würde sich im Grab umdrehen, wenn er sehen könnte, wie Sie hier rumlaufen. Dieser schräge Vogel hier hat mich aus dem Fitnessclub entführt und mir nicht mal Zeit gelassen, mich umzuziehen. Wie bedauerlich. Wenn Sie Ihre Übung beenden wollen, ich würde lieben gern zuschauen. Das kann ich mir denken. Aber hier ist nicht Vegas und zu Ihrer Belustigung bin ich auch nicht da. Das tut Ihnen nicht mal leid, hm? Ihnen scheint offensichtlich nicht bewusst zu sein, dass Sie nach allem, was Sie Tonnell angetan haben, großes Glück haben, dass Sie überhaupt noch am Leben sind. Schade, dass ich nicht so viel Glück hatte, nie Ihre Bekanntschaft zu machen. Tja, wenn das so ist, warum sind Sie dann in mein Geschäft eingestiegen? Was bin ich? Ja, es gehört Ihnen. Natürlich nicht das Boden- oder Spielcasino. Wollen Sie es mal sehen? Ich will Ihr Casino nicht. Tja, das ist aber schade. Für Sie und Ihren stillen Teilhaber. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Jemand scheint meinen Schreibtisch durchwühlt zu haben. Es fehlen ein paar wichtige Unterlagen. Merkwürdigerweise aber ausschließlich die Verträge, die Ihre Unterschrift tragen. Und ich habe etwas gefunden, was nicht hierher gehört. Das hier. Mit der Initiale C. Sagen Sie mir, wer hier war, Sascha. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich hatte angenommen, es würde Ihnen Spaß machen, in einem Spielcasino mitzumischen. Und wenn Ihr Lakai Bernard darauf besteht, dass der Name Ihres Partners vorerst geheim bleiben soll, na schön. Ich war trotzdem bereit, das Geschäft zu machen. Aber jetzt, wo ich feststellen muss, dass auch Sie versuchen, Ihren Namen rauszuhalten, bekomme ich langsam aber sicher das ungute Gefühl, dass Sie mich irgendwie reinlegen wollen. Das ist nicht wahr. Glauben Sie, ich bin verrückt. Ich würde mein Geld doch nicht aufs Spiel setzen. Schön. Dann möchte ich Sie um einen kleinen Vertrauensbeweis bitten. Ihr Partner konnte natürlich nicht wissen, dass ich bestimmte Unterlagen prinzipiell im Safe aufbewahre. Was ist das? Das wissen Sie nicht mehr? Sie haben diese Verträge doch selbst unterschrieben. Damit wurden Sie Teilhaberin. Und sehen Sie diese freie Stelle hier? Da sollte eigentlich der Name Ihres Partners stehen. Und genau den tragen Sie jetzt ein. Na los, Sie wissen, wer es ist.
Und ich weiß es mittlerweile auch, aber Sie werden seinen Namen eintragen. Ich glaube, ich habe ein paar Neuigkeiten für Sie. Hat man ihn gefunden? Das nicht. Aber einem der Männer, die die Straßen räumen, ist aufgefallen, dass ungefähr eine halbe Meile entfernt von der Stelle, wo wir den Wagen gefunden haben, Rauch aufsteigt. Er stammt vermutlich aus einer Berghütte. Glauben Sie, dass Cruz dort ist? Möglich. Wir werden ein paar Leute losschicken und dann werden wir es bald genau wissen. Wie komme ich dahin? Ich finde, wir sollten hier warten, bis der Suchtrupp zurück ist. Spricht etwas dagegen, dass ich hinfahre? Nein. Die Straße ist wieder befahrbar. Ich kann sie nicht verbieten. Dann fahre ich sofort los. Wenn mein Mann dort oben ist, dann habe ich ja wohl einen Grund, als Erste nach ihm zu sehen. Ich war eigentlich der Meinung, Sie würden diesen Auftrag alleine ausführen, Rick. Hey, beschweren Sie sich gefälligst bei Ihrer Freundin. Es war Ihre Idee und nicht meine. Ich hielt es für angebracht und um ein Haar wären wir auch aufgeflogen. Aber wir konnten verschwinden, ohne dass uns jemand gesehen hat. Aber immerhin haben wir wenigstens die Fotos gemacht, die Sie haben wollten. Bitte. Rick hat recht. Als Beweis sind die Fotos absolut wertlos und der Safe ist irgendwie elektronisch gesichert und eigentlich nicht zu knacken. Tja, wie ich schon sagte, aber Sie haben mir ja nicht geglaubt. Tja, das war's dann wohl. Sie können das hier als Ihre Abfindung betrachten. Wir benötigen Ihre Dienste nicht mehr. Hey, Sie machen Witze. Das war nicht meine Schuld. Sie missverstehen mich. Darum geht es nicht. Tatsache ist, wir können auf Sie verzichten. Ich bin zwar sicher, dass an Ihren Fotos nichts auszusetzen ist, aber ich glaube, Kelly hätte das auch ohne Ihre Unterstützung geschafft. Aber dann sollten Sie auch Kelly dafür bezahlen und nicht mich, oder? Hier. Na los, mach schon, Kelly. Heb es auf. Es gehört dir. Du hast es verdient. Du schaffst es immer wieder, ihn vor den Kopf zu stoßen. Warum eigentlich? Er schaut mich an, als ob ich ihm was weggenommen hätte. Das macht mich rasend. Und was machen wir jetzt? Es bringt doch nichts, wenn wir diese Fotos jetzt Cruz zuspielen. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir den Inspektor endlich mal mit seinem mysteriösen Informanten bekannt machen. S-O-N. Und selbstverständlich weiß jeder in Santa Barbara, wie sich der Name Capwell schreibt. Wenn du eine haben willst, dann schreib sie dir selber. Dankeschön. Hast du vielleicht einen Stift für mich? Nein. Ah, ja. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ja, indem du dich an einen anderen Tisch verziehst und mich in Ruhe arbeiten lässt. Wie komme ich mir vor wie früher in der Schule, bei den Mathematikarbeiten? Da war es auch immer so mucksmäuschenstill. Geh nicht weg. Mir steht nicht der Sinn danach, mit dir über völlig belanglose Banalitäten zu plaudern. Ich liebe dich und das ist keineswegs belanglos. Das ist vielmehr die bedeutungsvollste Aussage, die ein Mensch gegenüber einem anderen machen kann. Hast du die Rosen bekommen? Die hat Bunny, glaube ich, in die Küche gebracht. Sei doch so lieb und gib eine davon Samantha. Mit lieben Grüßen von mir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie überhaupt mitnehme. Offensichtlich hasst du mich immer noch. Ich hasse dich nicht, Mason. Ich weiß nur nicht, was ich dir noch sagen soll. Dann mache ich dir einen Vorschlag. Ich werde reden. Ich erzähle dir meinen Traum von gestern Nacht, okay? Ich habe geträumt, dass wir beide irgendwo im Meer tauchen waren. Ganz ohne Sauerstoffflaschen, aber seltsamerweise konnten wir trotzdem atmen. Das Wasser war warm. Und deine Haare, sie haben sich hinter dir im Wasser geöffnet wie ein Fächer. Du hast wunderschön ausgesehen. Ich wollte für immer dort bleiben. Aber wir fielen immer tiefer und tiefer. Und überall schwammen exotische Fische in allen Farben. Ich drehte mich zu dir um dir einen davon zu zeigen. Doch du warst nicht mehr da. Plötzlich war alles um mich herum dunkel. Ich bekam es mit der Angst zu tun und öffnete meinen Mund, um dich zu rufen. Das war wohl ein Fehler, denn ich schluckte natürlich Wasser und begann zu ertrinken. Ich hatte Angst und dann sah ich nochmal nach oben und ich entdeckte deine Silhouette zwischen tausenden von kleinen Seepferdchen in einem Korallenriff.
Doch mit einem Mal warst du wieder verschwunden. Und ich wachte auf. Es war erst 3:30 und ich starrte die restliche Nacht auf die Zeiger der Uhr, so schätzungsweise bis 6. Aber das macht mir nichts aus. Ich verteile mir die Zeit damit, zu erraten, wann genau die Zeiger der Uhr von der 5 und der 9 auf die 2 Nullen umspringen. Mein Zeitgefühl ist mittlerweile richtig gut. Wenn du nicht schlafen kannst, solltest du nicht im Bett bleiben. Ich habe irgendwo gelesen, man soll aufstehen, etwas herumlaufen und das dann wieder versuchen. Das klappt ab und zu ganz gut. Wir hatten nie Probleme damit, als wir noch in einem Bett geschlafen haben. Deine Schlafstörungen sind, wenn du mich fragst, kein Argument, die Beziehung wieder aufleben zu lassen. Julia, gestern Nacht, da glaubte ich, in deinen Augen etwas zu sehen, was ich schon seit langem nicht mehr gesehen habe. Und für einen Moment habe ich gehofft, du würdest dich erinnern, wie wunderbar es ist, nach Hause zu kommen und jemand erwartet dich. Weißt du noch, wie wir es uns vor dem Kaminfeuer gemütlich gemacht haben, uns erzählt haben, was tagsüber so alles passiert ist und ich dir die Schultern massiert habe? Und danach haben wir dann Chips und Cracker im Bett gegessen und uns darüber gestritten, wer aufstehen muss, um den Fernseher auszuschalten. Vermisst du das denn gar nicht? Doch. Nur, was bedeutet das denn schon? Das bedeutet einfach alles. Das bedeutet, dass wir beide uns ein gemeinsames Leben aufgebaut hatten. Gerade diese wundervollen Augenblicke voller vertrauter Angewohnheiten, die haben uns zusammengehalten. Und so banal sie auch waren. Wir haben sie so dringend gebraucht, wie andere die Luft zum Atmen. Und jetzt ringen wir verzweifelt nach Luft. Nacht für Nacht starren wir ausdruckslos an die Decke, als sei sie der Sargdeckel, der gerade über uns zugeschlagen ist. Ich werde ohne deine Liebe sicher sterben. Ich spüre, wie ich langsam anfange, die Freude am Leben vollständig zu verlieren. Und ich weiß, dass du genauso empfindest. Julia. Niemand auf der Welt hat mich jemals so glücklich gemacht und mir so viel bedeutet wie du. Niemand? Niemand. Mason, es tut mir leid, aber ich muss dich sofort sprechen. Du spinnst doch wohl! Wie lange habe ich denn geschlafen? Nicht sehr lange. Geht's dir besser? Was macht dein Knöchel? Na ja, ich spüre ihn, aber es ist noch zum Aushalten. Was tust du da? Ihn durch Handauflegen heilen? Tut das weh? Ein bisschen. Es scheint aber nicht gebrochen zu sein. Nein, du solltest ihn aber trotzdem erstmal noch nicht belasten. Okay, Doc. Wenn du dich einigermaßen fühlst, dann würde ich mich draußen gern nochmal umsehen. Wahrscheinlich räumen sich schon die Straßen. Vielleicht kann ich jemanden auftreiben, der uns rausholt. Na gut. Ehrlich? Oder soll ich lieber hierbleiben? Tja, weißt du, naja, es ist nur schon gut. Was? Naja, wenn du jemanden findest, der uns hier rausholt, was ich selbstverständlich hoffe, dann werden wir vermutlich mal keine ruhige Minute mehr haben und keine Zeit mehr, uns voneinander zu verabschieden. Versteh mich nicht wieder falsch. Ich weiß genau, wohin ich gehöre und was ich hiernach tun werde. Aber eins weiß ich auch. Ich werde dich vermissen. Das verstehe ich. Ich werde dich auch vermissen. Also bleiben wir in Verbindung, ja? Natürlich. Klar. So, dann mache ich mich langsam auf den Weg. Ich bin bald wieder zurück. Warte. Was soll das? Was hast du vor? Pass auf, setz dich lieber wieder hin. Mach keinen Unsinn. Ich will dir etwas geben, damit du mich nie wieder vergisst. Niki. Hast
du nicht gesehen, dass ich mitten in einem wichtigen Gespräch war? Oder bildest du dir etwa ein, du kannst mir, wann immer es dir beliebt, auf die Pelle rücken? Also gut, hier hast du deine wertvollen Papiere, denn darum geht's ja wohl. Du wärst, glaube ich, noch wütender, wenn ich nichts unternommen hätte, Mason. Aber genau das hätte ich tun sollen. Womöglich legst du ja gar keinen großen Wert darauf, vor Hunt gewarnt zu werden. Was ist mit Greg Hunt? Einer seiner Männer hat mich zu einer kleinen Privataudienz unter vier Augen auf sein Boot geschleppt. Allem Anschein nach bist du bei deinem Besuch in seinem Büro etwas nachlässig gewesen, mein Lieber. Du hast das hier vergessen. Er konnte sich natürlich an fünf Fingern abzählen, wem es gehört und dass derjenige mit großer Wahrscheinlichkeit auch mein stiller Teilhaber ist. Also entschuldige bitte, dass ich es gewagt habe, dein Gespräch zu stören. Aber ich dachte, möglicherweise ist es angebracht, dass auch du dir überlegst, in welches Land du dich verdrückst. Ich würde dir ja gern meinen Atlas leihen, aber dank dir brauche ich ihn zurzeit dummerweise selber. Auf Wiedersehen im Kalifornia-Clan. Morgen zur gewohnten Zeit gibt es eine ganz neue Episode. Also bleiben Sie dran.